So, die zerlegen wir auch noch mal. So, dann würde ich sagen, trinken wir gerade noch mal einen Schluck. Ach ne, wobei das Wasser ist eigentlich super. Wir trinken mal die Orangenlimonade. So, die Erdnussbutter würde ich mir gerne noch aufbewahren. Das Hundefutter würde ich mir auch gerne noch aufbewahren. Ich esse jetzt mal die Pfirsiche, weil die beseitigen Hunger und Durst. So, wir sind müde. Das heißt, wir müssen uns gleich nochmal hinhauen. Jo. Ich gucke aber gerade nochmal, ob wir hier nicht nochmal eben ein paar Sachen zerlegen können. Dann haben wir das nämlich gespart. Wenn wir eh einmal erschöpft sind, dann können wir auch die volle Erschöpfung mitnehmen und uns dann pennen legen. So, dasselbe machen wir dann mit den aufgerollten Zeitungen noch. In der Hoffnung, dass wir uns vor lauter Erschöpfung nicht in den Finger schneiden. So, und ihr seht, jetzt wird es auch echt schon sehr, sehr dunkel. Das heißt, wir legen uns jetzt mal hin. Und zwar schlafen wir mal bis 6 Uhr. Dann wissen wir nämlich, dass da die Sonne langsam aufgeht. Und dann sollte sich das mit der Erschöpfung auch gegessen haben. So, oh scheiße, Flüssigkeitsmangel. Das ist natürlich weniger gut. Ein bisschen Hunger haben wir auch. Aber ich würde jetzt erstmal Wasser trinken. So, perfekt. 0,67 Liter Wasser. Ja, und ich glaube, dann würde ich auch die Erdnussbutter essen. Die hat nicht mehr so viel Haltbarkeit und dann sind wir auch essenstechnisch wieder gut versorgt. Auch wenn das schon ein bisschen ekelhaft ist, sich so ein ganzes Glas Erdnussbutter reinzupfeifen. Aber vielleicht haben wir uns auch noch ein bisschen damit eingeschmiert. In der Hoffnung, dass die Wölfe uns nur ablecken. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal raus und versuchen mal in die Werkstatt zu sprinten. Das sieht sehr, sehr gut aus hier. So, ein Wolf ist da hinten. Und ein Wolf scheint hier direkt irgendwie nebenan gewesen zu sein. Wo ist er denn? Okay, das war anscheinend der da hinten. Ne, wisst ihr was? Ich laufe mal ein Stückchen weiter. Scheiße, da ist auch noch einer. Heieieiei, wenn das mal kein Fehler war. Das ist aber gerade nochmal so gut gegangen. Ja, Mut zur Lücke. Okay. 5 Kilo können wir noch mitnehmen. Ich mache die Laterne nochmal an. So, dann nehmen wir das Nähset hier nochmal mit. Boah, diese Wölfe sind aber auch echt aggro. Vielleicht haben wir uns doch mit Erdnussbutter eingeschmiert. Weil ich hatte gefühlt, war der Wolf ziemlich weit weg. Aber irgendwie hat er uns doch gerochen. Ach so, oder haben wir eventuell irgendwie rohes Fleisch mit dabei? Nee, haben wir eigentlich nicht. Weil in einer der letzten Patchnotes hat man als eine Änderung mit reingebracht, dass wenn man rohes Fleisch oder generell, glaube ich, Fleisch, egal ob roh oder gekocht, mit sich führt, die Wölfe deutlich aggressiver sind. Was ja auch Sinn macht. Aber das scheint gerade nicht der Grund gewesen zu sein. Vielleicht liegt es am Hundefutter, man weiß es nicht. So.
Dann schauen wir nochmal in den Kühlschrank und in den Forster. So, rohes Reh. Handy. Da haben wir unser rohes Fleisch. Jetzt haben wir hier, glaube ich, wieder keinen Ofen oder so. Ach doch, hervorragend. Dann würde ich fast sagen, hauen wir das jetzt hier gleich mal ins Feuer. Dann hätten wir das nämlich schon mal gegart. Mal schauen, wie viel, welche Menge das ist. Wo ist denn da? 1 Kilo. Okay, das hat auch nur noch 26%. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall relativ zügig gleich mal zubereiten. Das Holz nehmen wir auch noch mit. Hier haben wir nochmal Hundefutter. Fäustlinge. So, sonst war hier nichts mehr. Ne? Da ist noch eine Zeitung. I'll take it. So, die Küche hatten wir auch schon leer geräumt. Ne? Ja, perfekt. Oh, eine Skijacke. Eine Skijacke hatten wir schon an, oder? Daunenskijacke, Skijacke. Wattierte Synthetik-Skijacke. Hält den Oberkörper warm, aber dafür nicht winddicht. So, wo ist denn der Unterschied? Zwischen der und der. Das Problem ist, ich will eigentlich keinen Stoff verschwenden, ne? Aber ich probiere das trotzdem mal, weil mich das einfach interessiert. 30%, dann hätte die 88, dann können wir das auch ziemlich gut vergleichen. 88% gegenüber 86%. So, schauen wir mal. Okay, die scheint irgendwie das Gleiche zu bringen. Dann würde ich sagen, ziehen wir die jetzt an, weil die jetzt mehr Haltbarkeit hat. Ja, irgendeinen Unterschied muss es doch da geben. Offensichtlich nicht. Naja, okay. Ist dann halt so. Best be prepared Weste. For anything. Da können wir auch nichts mit tun. Noch eine Wollmütze. So, und jetzt sind wir schon wieder überladen. Okay. Bringt der eventuell... schwerer Wollmantel. Damit hätte sich das dann auch erledigt. Weil dann ziehen wir das Ding natürlich an. 2 Kilogramm. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch mal ein paar Klamotten zerlegen. Probably useful. Naja, nicht wirklich. Höchstens zum Reparieren. So, was haben wir sonst noch hier? Nehmen wir den Kleiderschrank noch mit. Noch ein paar Schmerzpilzchen. This stuff will come in handy. So, hier ist auch echt nur Scheiße, ne? So, hier waren wir schon, ja. Okay, dann wären wir hier prinzipiell auch fertig. Ich würde aber, wie gesagt, gerne das Fleisch noch in den Ofen hauen. Dazu mache ich die Laterne nochmal aus. So, und wir machen das mit den Kartonstreichhölzern, weil die, glaube ich, weniger Prozent bringen als die. Dann haben wir die nämlich mal weg. Ja, ein Buch nehmen wir mit, 87%. Ah ne, wisst ihr was, ich mache das doch mit denen, 92%. Immerhin 5% mehr. Aber wir nehmen hier natürlich ein Zünderbündel, weil davon haben wir ja jede Menge gemacht. Und dann hauen wir mal das Fleisch in den Ofen. So, das sieht doch ganz gut aus. Okay, dann hauen wir jetzt mal Holz nach und garen das Reh. So, und dann dürfte das Reh nämlich wieder 100% haben im gegarten Zustand. Nee, da wollte ich hin. Okay, 75%. Ja, das ist aber immer noch besser als der Rest. So, jetzt ist die Frage, das Hundefutter. Ja, komm, ich hau das mal weg.
Kostet ja nichts. So, dann sind wir auch schon wieder satt. Ich glaube, ich würde mir aber dann jetzt hier nochmal einen Kaffee kochen, weil den haben wir ja gekriegt. Und der verringert nämlich auch die Erschöpfung. Also verringert Durst, verringert Erschöpfung und gibt 100 Kalorien, was wir jetzt wahrscheinlich gar nicht zu uns nehmen können. Das macht aber nichts, wir trinken es trotzdem. Ah, okay, der Rest verschwindet dann einfach. So, das hat dann auf jeden Fall Erschöpfung reduziert. Ah, und Kälte reduziert es. Und ihr seht jetzt hier die Pluszeichen. Das heißt, da sind wir... Wir sind jetzt quasi wach, hellwach nach unserem Super Energy Drink. Ja, okay. Mehr können wir hier gerade eigentlich nicht machen. Was bedeutet, wir sind, glaube ich, immer noch überladen. Ne? Ja, so ein Mist. Okay, 1,28 Kilo. Das sollten wir doch hier mit den Klamotten wegkriegen. Dann zerlege ich hier gerade noch mal was. Würde ich sagen. Ja, guck mal, das bringt auch was. Die zerlege ich auch noch mal. So, die Weste ist auch noch schwer. Okay, wir hören es am Wind. Draußen scheint es zu stürmen. In der Hoffnung, dass es kein Schneesturm ist mit Nebel, weil dann sehen wir nicht, wo wir hinlaufen müssen, was relativ blöd ist. Okay, 230 Gramm, das sollten wir auch irgendwie noch hinkriegen mit den drei Sachen, die wir jetzt hier noch zerlegen können. Damit wir zumindest nochmal in unsere Werkstatt zurückkommen können und da mal das Zeug aussortieren können. Ja, das sieht gut aus. So, das zerlegen wir auch noch. So, perfekt. Okay, komm, wo wir einmal dabei sind, zerlege ich das auch nochmal. Ich weiß, dadurch werden wir wieder ein bisschen schwerer. Das sollte sich aber ausgehen. Aber gerade so. Perfekt. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir haben ein bisschen Durst. Das bedeutet, wir trinken, glaube ich, hier nochmal so eine Limonade. Die bringt dann auch direkt wieder ein paar Kalorien für den Hunger. Oder eher gesagt gegen den Hunger. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal zurück zu sprinten in unsere Werkstatt. Scheiße, wir haben ein bisschen Nebel. Und wir sind, glaube ich, aus der falschen Tür rausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir müssen, glaube ich, da hinten lang. Das heißt, ich gehe nochmal aus der anderen Tür raus. Um einfach mal mich ein bisschen umgucken zu können. Mal schauen, ob wir einen Wolf in der Nähe haben. Das wäre nämlich jetzt relativ blöd. Scheiße, wir sehen gar nichts. So, wir müssen in die Richtung, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, von hier sind wir gekommen und da ist auch schon unsere Hütte. Und zumindest sehe ich jetzt gerade keinen Wolf. Ah, guck mal, hier sind auch noch unsere Fußspuren von eben. Da war ein Wolf. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, leeren wir nochmal unsere Taschen und dann machen wir uns auf. Und schau mal, was wir sonst noch so finden. So, hier haben wir alles außer Essen reingepackt. Da haben wir momentan nichts zum Weglegen. Was haben wir hier noch? So, den Feuerstahl, den brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das heißt, den lasse ich hier. Achso, ich wollte mir noch Angelzeug versuchen zu bauen gleich. Die Streichhölzer lasse ich nochmal hier, das Paket. Okay, das Nähset lasse ich auch nochmal hier. So, Material.
Das Buch würde ich gerne mitnehmen. Stoff können wir aber nochmal jede Menge da lassen, weil wir sehen selber, da kriegen wir jede Menge von. So, und Zünderbündel nehme ich auch nur nochmal 5 mit. Die reichen. So. Tannenholz. Holz können wir uns zwischendurch immer mal wieder besorgen. Deswegen würde ich davon auch nur mal 1 mitnehmen. So, Leder zum Reparieren. Was sagen denn unsere Schuhe? 87%. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch nicht so viel Leder mitzunehmen. Und Stoff brauchen wir eigentlich auch gar nicht so viel mitnehmen. Ne? Dann würde ich sagen, lasse ich davon auch nochmal was hier. Nehme ich mal ein Leder mit. Und Stoff nehme ich auch nochmal 1 mit. So, und dann würde ich sagen, lassen wir nochmal ein bisschen was zu essen hier. Auch da würde ich sagen, okay, das Hundefutter lassen wir auch alles mal hier. Ich nehme wieder mal nur mit, was unter 50% hat. Den Tee lasse ich auch mal hier. Müsli-Riegel. Ja, das Reh. Ich glaube, das würde ich gleich eher essen. Die Salzcracker lasse ich mal hier. Den lasse ich auch hier. Schweinefleisch mit Bohnen. Okay, das Trinkwasser nehme ich mit. So, das heißt, den Rest würde ich mitnehmen. Beziehungsweise Kaffee. Nehme ich auch nur mal 2 mit. So. Schmerzmittel, so viel brauchen wir auf jeden Fall nicht. Nehme ich auch nochmal 2 mit. So, dann hätten wir wieder fast 10 Kilo frei. So, wir sind ein bisschen erschöpft, haben ein bisschen Durst, ein bisschen Hunger. Dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. So, das Reh hat 800 Kalorien, so viel brauchen wir aber gerade nicht. Ne? Nee. Dann würde ich sagen, trinke ich jetzt erst noch mal ein bisschen Wasser. Beziehungsweise, das war natürlich blöd, ich hätte eher einen Kaffee trinken sollen, aber gut. Aber wir haben zumindest jetzt erstmal zuerst genug zu essen und zu trinken mit. Wir haben Zustand 99%, das heißt, ich glaube, ich würde mich kurz mal eine Stunde hinlegen. Unser Bett war hier. Jetzt mal hier durch, perfekt. Ausruhen, eine Stunde. So, perfekt. Jetzt sind wir auch nicht mehr so erschöpft. Und dann würde ich es noch einmal wagen. Ich glaube, ich gehe aber aus der Tür hier raus, weil wir da direkt an der Straße sind. In der Hoffnung, dass jetzt kein Wolf direkt vor der Tür lauert. Zumindest war da ja eben einer. Und wir haben immer noch das Reh dabei. So, das heißt erstmal auf die Straße. Und dann nochmal hier ins Auto gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon drin waren. Anscheinend nicht. Okay, die Wollmütze, Fackel, ja, das nehmen wir jetzt mal mit, würde ich sagen. So, hier ist aber noch was drin. Das nehmen wir mit. Müsli-Riegel nehmen wir mit. Energieriegel, okay, dann sind wir auf jeden Fall für den Weg jetzt gut versorgt. Dann haben wir nochmal Streichhölzer. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal in die Richtung auf und flüchten mal vor dem... Scheiße, da ist auch ein Wolf. Fuck.